Was sind Ihrer Auffassung nach die größten Herausforderungen in der Knieendoprothetik? Ich glaube, die größte Erwartung, die unsere Patienten an uns haben, ist doch, dass wir immer besser werden mit der Qualität unserer Endoprothetik und dass wir dem gesteigerten Erwartungsdruck, den unsere Patienten an uns stellen, gerecht werden. Unsere Patienten werden heute immer jünger, wenn sie zur Operation kommen. Und wenn sie älter sind und zur Operation kommen, dann sind sie doch meist sehr viel aktiver als noch vor einigen Jahrzehnten. Das führt dazu, dass wir unsere Patienten immer sorgfältiger aufklären müssen. Sie sind meistens gut informiert, sie bringen anschauliche Informationsmaterialien mit zur Untersuchung und haben sehr spezifische Fragen. Und das führt dazu, dass wir uns mit unseren Patienten, die ein solches Kunstgelenk bekommen sollen, ausführlicher beschäftigen müssen. Und wir müssen selbstverständlich dann auch den Ansprüchen hinsichtlich der Operation weiter gerecht werden.